Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit 2009, es ist schon genannt worden, besteht die östliche Partnerschaft der Europäischen Union mit Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, der Ukraine und der Republik Moldau. Sie zielt auf Demokratisierung, auf Stabilisierung der Nachbarschaft der Europäischen Union im Osten. Und eins der Instrumente sind die genannten Assoziierungs- und Freihandelsabkommen. Die EU hat solche Abkommen geschlossen mit den drei genannten Staaten der Ukraine, Georgien und Moldau. Armenien war 2013 ebenfalls im Begriff, ein solches Abkommen abzuschließen und entschied sich dann nach russischem Druck für die Zollunion bzw. die Eurasische Wirtschaftsunion. Und es ist relativ klar, dass sich in dieser Situation gezeigt hat, die Frage des Entweder-Oder ist nicht von der Europäischen Union aufgeworfen worden, sondern die Eurasische Wirtschaftsunion ist das Projekt, das es zumindest sehr, sehr viel schwieriger bis unmöglich macht, gleichzeitig Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion zu sein und Freihandelsabkommen mit Drittstaaten einzugehen. Und die Staaten, die das beweisen, sehen wir. Moldau hat weiterhin weitgehenden Freihandel mit Russland, obwohl es Mitglied der DCFTA 3 ist. Wir haben Freihandel mit Serbien, die ebenfalls Freihandel mit Russland haben. Die Eurasische Wirtschaftsunion ist das Projekt, was die Staaten gezwungen hat, sich zu entscheiden. Und sie ist gleichzeitig das Projekt, was Staaten wie Armenien vor die Situation stellt, dass sie jetzt danach suchen, in die Kooperation mit uns zu kommen, um progressive Reformen im Sinne von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von Menschenrechten, freien Wahlen und Kampf gegen Korruption voranzutreiben, weil offensichtlich die Partnerschaft mit Russland alleine nicht ausreicht, um die Gesellschaft tatsächlich in der Hinsicht zufriedenzustellen, dass man diese Reformen angeht, die überall in der Region drängend sind. Es ist deswegen gut, dass wir im Jubiläumsjahr der Europäischen Union nach Armenien das Signal geben, auch wenn ihr euch entschieden habt für die Eurasische Wirtschaftsunion, wollen wir in vollem Respekt dieser Entscheidung so eng wie möglich mit euch zusammenarbeiten. Wir stehen als Partner bereit und das CEPA-Abkommen unterstreicht dies, so wie auch die Ratifikation im Bundestag das unterstreicht. Deswegen stimmen die Grünen heute zu. Wichtig ist auch, wenn wir auf den Südkaukasus gucken, Kollegin Alt und andere haben es angesprochen, was sind die Entwicklungsmodelle, die in der Region zur Verfügung stehen? Es ist das russische Entwicklungsmodell, es ist die Türkei, es ist der Iran. Man könnte vielleicht auch noch glauben, dass ein Land wie Aserbaidschan sich an den USA versucht zu orientieren. Aber es ist doch klar, dass das Entwicklungsmodell, was tatsächlich für eine Entwicklung in Bezug auf Demokratie und Menschenrechte steht, das der Europäischen Union ist. Deswegen muss die EU sich stärker engagieren. Deswegen muss aber auch die Bundesregierung sich aktiver bilateral in Unterstützung des armenischen Demokratisierungsprozesses einmischen. Und wir erwarten, dass dort die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der armenischen Regierung intensiver und auch noch fruchtvoller wird, als dies nach dem Besuch der Kanzlerin letzten Jahr angefangen hat. Daran muss weiter gearbeitet werden. Und dabei sollten wir auch einen besonderen Blick nehmen auf die Zusammenarbeit der zivilgesellschaftlichen Institutionen. Das, was die wichtigste Veränderung nach der nach dem Abtritt von Herrn Serge Tasinian war, ist, dass die politische Landschaft sich anders verändert hat, als vorher überhaupt zu rechnen war, in Hinsicht auf politische Freiheiten, auf Pluralismus, auf das gesellschaftliche Engagement im Land. Wir glauben, dass eine Zusammenarbeit Deutschlands und der Europäischen Union mit Armenien das Ziel haben muss, dass dieses Modell, dieses neue armenische Modell einer wirtschaftlichen und auch strategischen Anlehnung an Russland, aber einer Entwicklung von persönlichen Freiheiten nach europäischem Standard, dass dieses Modell erfolgsversprechend ist, aber dass es dazu auch bilateral und europäisch unsere Zusammenarbeit braucht. Herr Präsident, es bleibt mir keine Zeit mehr, um die samtene Revolution noch zu würdigen. Aber ich möchte eins sagen, das Motto der samtenen Revolution war 2018, mach einen Schritt. Die Bedeutung des CEPA-Abkommens ist nicht zu überschätzen, dass es gleich die ganze Welt verändern wird. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger und herausragender Schritt auf dem Weg, den die EU und Armenien gehen können und sollten. Weitere Schritte müssen aber folgen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Sarrazin. Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion